aber vielleicht auch nochmal so aus deiner Corporate-Sicht oder aus den ganzen anderen Community, Tableau-Communities, die du da ja auch selber schon so aufgebaut und erwähnt hast. Was war jetzt dann so euer Ansatz in Richtung Template? Also zwei. Zum einen mal, leider hat das ja Tableau vor ein paar Jahren hat dieses Export nach PowerPoint erlaubt. Schön, das war wirklich. Leider haben sie das erlaubt. Ja, eins der besten Visualisierungstools und Analytics-Tools und dann Export nach PowerPoint. Ja, genau. Also, was hat das bei uns dazu geführt? Ich bin immer noch der Meinung, das gibt es ja auch im Power BI, diese Stories. Und Stories haben halt wirklich diese Möglichkeit, zum ersten Mal wirklich PowerPoints endlich mal wegzunehmen, ja, weil sie den User führen kann wie eine PowerPoint. Was haben also wir gemacht? Wir haben uns im Prinzip an diesen PowerPoint, und die gibt es ja in jedem Unternehmen, diese Templates. Wenn es etwas gibt, dann ist es meistens immer ein PowerPoint-Template. Das ist so. Das haben wir gemacht, wir haben das gefaked, wir haben das wirklich als Katalog aufgebaut. Also dann wirklich die Chance zu geben, dort mal etwas zu bauen. Wenn man da wieder eine Export nach PowerPoint macht, dann sieht das so aus wie eine PowerPoint, obwohl es nicht da gemacht ist. Also das hilft an der Stelle. Das Zweite, was wir gemacht haben... Also nochmal kurz mal reinzugehen. Das heißt, ja. Ihr habt diese Story-Funktion in Tableau genutzt, habt gesagt, alles klar, dann bauen wir in dieser Story-Funktion unsere Corporate PowerPoints nach, dass die Leute da dann sozusagen wenigstens Art von Interaktivität und da dann auch wieder reinspringen können, sagen, okay, ich präsentiere ganz normal, ich habe meine Storyline, ich kann mich klicken. Und wenn dann aber kommt, Moment mal, lass doch mal genau diesen Sachverhalt jetzt nochmal genauer analysieren, kannst du ja reinspringen, ist ja super. Aber das war so euer Ansatz, um zu sagen, Leute, wie kriege ich euch weg von diesen PowerPoint-Schlachten, dass ihr dann jetzt wenigstens diese Interaktivität, und wir können dann auch nochmal reingehen und nicht so, oh Mist, jetzt muss ich nochmal kramen, ob ich diese Folie doch dabei habe. Also es war euer Ansatz zu sagen, Template jetzt nicht rein auf das Dashboard gesehen, sondern schon die Leute vorab zu holen und sagen, naja, ihr seid es ja gewohnt, sage ich mal, euer PowerPoint-Templates und so, solche Geschichten zu nutzen, und deswegen bieten wir es euch jetzt über die Story-Funktion so ein Template in Tableau an. Also ursprünglich war schon der Dashboard-Gedanke da, aber weiterführend war schon im Kopf, wir wollen euch Richtung Story und PowerPoint letztendlich machen. Das war, wie gesagt, das eine. Das hilft schon, also mit diesem Template anzufangen. Warum? Weil man wirklich User abholen kann, die wirklich nur reines Excel und PowerPoint als Tool kennen. Die gab es ja immer schon im Self-Service, die zumindest mal denen die Angst wegzunehmen, wenn sie Content generieren, dass die Leute immer wieder nach PowerPoint fragen. Das sieht so aus wie PowerPoint, aber letztendlich ist es nicht. Ja? Und vielfach ist ja auch ein PDF, was du ausmachst, wie eine PowerPoint-Folie aussieht. Am Ende für den User, ein Viewer interessiert das an der Stelle nicht.